Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend eine Aktuelle Stunde. Zukunft wird aus Mut gemacht und Demokratie aus Kompromissen im Bund wie in Hessen. 19.5430. Es beginnt der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Ergebnis der Bundestagswahl und die Ereignisse danach müssen uns allen zu denken geben. Bereits vor der Wahl haben zwei Parteien gesagt, dass sie auf jeden Fall in die Opposition gehen werden. Sie haben sich um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler beworben, obwohl sie nicht bereit sind, ihre Inhalte auch tatsächlich in Regierungsverantwortung umzusetzen. Diese beiden Parteien haben zusammen 22% der Stimmen bekommen. Eine Sekunde nach Schließung der Wahllokale hat eine weitere Partei erklärt, dass sie für eine Regierungsbildung nicht zur Verfügung steht. Und seit Montag früh wissen wir, dass noch eine Partei mit der Bildung einer Regierung nichts mehr zu tun haben will. Mittlerweile hat also die Mehrheit der Parteien im Deutschen Bundestag erklärt, dass sie für eine Regierungsbildung nicht zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, eine Demokratie, in der Parteien um jeden Preis regieren wollen, hat ein Problem. Eine Demokratie, in der die Mehrheit der Parteien des Deutschen Bundestages nicht regieren wollen, hat aber auch ein Problem. Wie soll diese Situation aufgelöst werden? Kann es richtig sein, dass zwar alle Parteien um das Votum der Wählerinnen und Wähler bitten, aber am Ende nur noch eine Minderheit der Parteien bereit ist, den Wählerwillen auch in Regierungsverantwortung umzusetzen? Und, meine Damen und Herren, was soll durch eine mögliche Neuwahl an der Situation eigentlich besser werden? Wie soll ein nächster Wahlkampf gestaltet sein? Wie werden die Slogans der Parteien denn lauten, die nicht regieren wollen? Wählt uns, damit auch im nächsten Deutschen Bundestag keine Regierung zustande kommt? Wählt uns, aber nur wenn eine uns genehme Koalition eine Mehrheit bekommt, werden wir das Wählervotum auch akzeptieren? Wählt uns, damit sich weiter nichts verändert? Soll das die Auseinandersetzung des nächsten Bundestagswahlkampfes sein? Ich glaube, damit wird deutlich, durch ein solches Vorgehen hat eine Demokratie ein Problem, meine Damen und Herren. Es ist aber nicht nur ein Problem der Parteien. Es geht tiefer, meine Damen und Herren. Es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Denn warum glaubt denn die Mehrheit der Parteien im Deutschen Bundestag, dass es besser ist, nicht zu regieren, statt Verantwortung zu übernehmen? Sie tun das, weil sie glauben, dass das starre Festhalten an der eigenen Position auf mehr Zustimmung stößt als die mühsame Suche nach Kompromissen. Der Zusammenhalt einer vielfältigen, einer komplexen Gesellschaft kann aber nur funktionieren, wenn nicht immer mehr Menschen nur noch um sich und ihre Überzeugung kreisen, wenn sie nicht nur in ihrer Meinungsblase leben und ein Dialog, ein Brückenschlag mit anderen Denkenden nicht nur nicht gewollt, sondern teilweise sogar aggressiv bekämpft wird. Eine solche Gesellschaft werden wir nicht zusammenhalten können, meine Damen und Herren. Und wozu eine solche Verhärtung der politischen Debatten und der politischen Diskussionen und des gesellschaftlichen Klimas führt, sehen wir gerade in den USA. Sie führt in ein tief gespaltenes Land, und das kann nicht die Perspektive für Deutschland sein, meine Damen und Herren. Deshalb gilt es zu widersprechen, wenn immer mehr Menschen sagen, es sei nur dann Demokratie, wenn sie Recht bekommen, wenn ihren Anliegen stattgegeben wird, wenn sich ihre Meinung durchsetzt.
Vielmehr ist es dann Demokratie, meine Damen und Herren, wenn wir uns ernsthaft um den Ausgleich von Interessen bemühen. Und dafür braucht es Kompromisse. Keine faulen Kompromisse, sondern faire Kompromisse in der Sache. Dafür braucht es Mut, mehr Mut zum Kompromiss, mehr Mut zur Demokratie. Zukunft wird aus Mut gemacht und Demokratie aus Kompromissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Meine Damen und Herren, ich nehme nicht an, dass Sie sich der Debatte verweigern wollen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Kollege René Rock, zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten, bitte. Seligenstadt, FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben jetzt die Sichtweise der GRÜNEN auf Politik erlebt und gesehen. Ich stimme in einem Punkt natürlich Kollegen Wagner zu. Man wird dafür gewählt, dass man versucht, auch etwas umzusetzen. Aber es ist nicht so, dass man einfach nur um des Regierungswillens gewählt wird, sondern man wird für Überzeugung und Inhalte gewählt. Wir haben ja heute schon einmal in einer vorhergehenden Debatte den Ausspruch gehört, wer mit dem Finger auf andere deutet, muss immer daran denken, dass eine Anzahl Finger auf einen selbst deuten. Und darum bin ich auch der Meinung, Neuwahlen sind eine Ausnahmesituation in einer Demokratie, aber sie sind auch immer eine Option. Und aus meiner Sicht kann eine Neuwahl in unserem Land auch eine veränderte Mehrheit oder ein verändertes Ergebnis hervorrufen. Dazu müssen vielleicht noch ein paar Personalentscheidungen getroffen werden. Dann ist es eine andere Situation, ob man aus einer Regierungskoalition in einen Wahlkampf einsteigt. Dann ist eine Frage, und wenn ich mich jetzt zurückerinnere an den Wahlkampf, den wir erlebt haben in Deutschland, das war ja ein Schlafwagenwahlkampf, den wir da erlebt haben, der erst auf den letzten Metern mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ich kann mir einen viel engagierteren Wahlkampf bei Neuwahlen vorstellen, wie das der letzte war. Und dann kann man vielleicht auch, und das haben ja Bürgerinnen und Bürger erkennen können, in dieser Art, wie man vor diesen Verhandlungen aufgetreten ist, wie man für Kompromisse eingetreten ist, und dann können die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, ob Parteien, die erklärt haben, ich bin an meine Schmerzgrenze gegangen, und noch darüber hinaus, ob man denen vertraut, dass sie Politik umsetzen, oder denen, die sagen, mir war ein Finanzministerium und eine Vizekanzlerschaft nicht ausreichend genug, um meine Inhalte über Bord zu werfen. Darüber können dann die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und man kann hinter der staatsbürgerlichen Pflicht nicht verstecken, dass eine Demokratie auch von Unterschieden lebt und dass man Bürgerinnen und Bürgern eben auch ein Angebot machen muss. Und ich glaube auch, mit diesem immer wieder aufgeführten Thema, man muss auf die womöglich besseren Wahlergebnisse bei Parteien am politischen Rand achten. Ich glaube, ein Konjunkturprogramm für Parteien am politischen Rand ist, wenn die Mitte bis zur Unkenntlichkeit verschwommen ist, ist deutlich gefährlicher für unsere Demokratie, als wenn man für Inhalte eintritt, für die wirbt und dann kämpft und dann sich auch zur Wahl stellt. Davor haben wir Freie Demokraten keine Angst. Aber das ist ein Schritt, vor dem wir vielleicht erst nächstes Jahr stehen, über den die Fraktionen, Parteien nächstes Jahr irgendwann entscheiden müssen. Momentan ist es sicherlich so, dass der Bundespräsident und das zu Recht überlegt, wie er denn aus diesem Wahlergebnis mit einem Einwirken auf die Parteien und die Fraktionen noch eine Regierungsbildung, vielleicht auch eine Minderheitsregierung, auf den Weg bringt. Unser demokratisches System sieht auch das oder ermöglicht auch das. Und wir als Hessen haben es doch schon einmal erlebt. Wir haben doch ein Jahr schon ohne Regierungsmehrheit hier in Hessen Parlament und Regierung zusammengebracht. Und ist daran die hessische Demokratie, hat die hessische Demokratie an diesem Jahr Schaden genommen? Hat sie nicht. Und darum,
Ich habe Vertrauen zum Deutschen Bundestag, dass er kluge Entscheidungen trifft. Und ich habe auch Vertrauen zu den Fraktionen und Parteien, dass sie versuchen werden, aus diesem Wahlergebnis eine handlungsfähige Regierung herbeizuführen. Allerdings, wir haben es probiert in Berlin, und jeder konnte 4 oder 5 Wochen lang live im Fernsehen verfolgen, wie Vertrauen zerstört worden ist, wie Inhalte nach außen getragen worden sind, wie Dinge durchgestochen worden sind, wer Trittin mit in so eine Verhandlungsdelegation nimmt und glaubt, er kann etwas Gemeinsames mit uns auf den Weg bringen. Da kann man auch sagen, kluge Personalauswahl. Wir haben es erlebt, wir haben es probiert. Wir sind enttäuscht von der Art und Weise, wie man mit uns umgegangen ist. Und wir haben am Ende Deutschland von einer, glaube ich, nicht guten Regierung bewahrt. Und das haben wir mit uns auszumachen. Das haben wir vor unseren Wählern zu vertreten. Das werden wir tun. Und wir haben keine Angst vor Neuwahlen. Und das ist auch sicher so. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn diese Aktuelle Stunde und die vorherigen Beiträge eines gezeigt haben, mir eines gezeigt haben, dann nur eines, dass ich froh bin, dass das Theater um die schwarze Ampel in Berlin endlich ein Ende hat. Mir ist auch egal, wer in dem Schwarze-Peter-Spiel, das Sie hier veranstalten, im Kampf also um die Deutungshoheit, wer letztlich für das Scheitern der von als Jamaika beschönigten Zusammenarbeit von FDP, Grünen, CDU und CSU, wer in diesem Schwarzen-Peter-Spiel gewinnen wird, das ist mir ziemlich egal. Ich glaube im Übrigen auch, dass das vielen Menschen in diesem Land egal ist. Was mir allerdings nicht egal ist, ist das, was in diesem Land für eine Politik gemacht wird. Und da sind wir auch bei den Inhalten, und da sind jetzt Ihre mehr oder weniger staatstragenden Reden auch voll an der Sache vorbeigegangen. Reden wir doch mal darüber, was die genannten Parteien in Berlin da so lange verhandelt haben. Und da, glaube ich, können einem so ein bisschen doch die Haare zu Berge stehen. Reden wir über die Inhalte. Reden wir darüber, dass die GRÜNEN mit der Forderung nach einem Kohleausstieg bis 2030 in die Verhandlungen gegangen sind. Reden wir darüber, was davon übrig geblieben ist. Das Abschalten von Kohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von lediglich 8 bis 10 Gigawatt. Sie mussten von der NGO Campact darauf hingewiesen werden, dass das weniger als die Hälfte dessen ist, was zur Erreichung des Klimaschutzzieles 2020 nötig sei. Und reden wir darüber, dass in Bonn Zehntausende Menschen sind in Bonn gegen die Klimakatastrophe und gegen die Zerstörung unseres Planeten auf die Straße gegangen. Und was haben Sie gemacht? Sie sind zugunsten der Lobby und zugunsten der Interessen der großen Energiekonzerne eingeknickt. Und in der Frage des Klimawandels kann es doch keine Kompromisse geben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Herr Kollege Schalauske, Moment, einmal. Schnaufen Sie einmal durch. Denken Sie an mich, da werden Sie wieder friedlich. Kollege Schalauske hat das Wort, bitte. Also, ich bin der festen Auffassung, in dieser Frage kann es doch keine Kompromisse geben. Entweder wir steuern jetzt um, oder wir setzen die Existenz unseres Planeten aufs Spiel. Die Globalisierungskritikerin Naomi Klein, die hat es doch auf den Punkt gebracht. Wir alle müssen uns entscheiden, wollen wir den Kapitalismus oder wollen wir das Klima retten? Sie haben sich leider längst dafür entschieden, den Kapitalismus retten zu wollen. Wir kämpfen lieber für das Klima. Aber auch in der Flüchtlingspolitik haben Sie sich doch von CSU, CDU und FDP vor sich her treiben lassen. Und egal, wie Sie es nennen, nennen Sie es atmenden Deckel oder atmenden Rahmen. Die Zahl von 200.000 Geflüchteten pro Jahr ist nichts anderes als eine Obergrenze Leid. Und das sagt nicht DIE LINKE, sondern das sagt Ihre Jugendorganisation, die Grüne Jugend. Und an die CDU, die ja nun in diesen Verhandlungen volle Kraft gegeben hat, gemeinsam mit der CSU und der FDP den Familiennachzug für subsidiär Geschützte zu verhindern, das ist doch ein Trauerspiel für eine Partei, die ihr christliches Familienbild mindestens einmal in Sonntagsreden immer im Munde führt. Nehmen Sie sich einmal die Worte Ihres früheren Ministers Norbert Blüm zu Herzen. Der hat gesagt, das Verbot von Familiennachzug, das ist wie staatlich erzwungene Scheidung. Aber noch einmal zurück zu den GRÜNEN. Das Tragische ist doch,
Ihnen ist keine Kröte zu groß, um Sie auf den Weg nach Jamaika zu schlucken. Sie konnten gar nicht schnell genug in die Karibik kommen und in die Karibik rudern, um endlich auf den Regierungsbänken Platz zu nehmen. Cem Özdemir begründet das sogar noch mit Patriotismus. Was für eine grüne Partei, die das mit Patriotismus begründet. Was hat aber in den Gesprächen überhaupt keine Rolle gespielt? Dass Millionen Menschen zu Niedriglöhnen schuften müssten, weil der Mindestlohn nicht zum Leben reicht. Dass Millionen Menschen von Altersarmut bedroht sind, weil die gesetzliche Rente gekürzt wird. Dass in den Ballungsräumen und Universitätsstädten eine Wohnungsnot droht. Dass die öffentliche Infrastruktur, unsere Schulen, Kitas, Krankenhäuser immer weiter dem Verfall preisgegeben werden. Der ländliche Raum droht, abgehängt zu werden. Die Paradise Papers, über die wir heute noch sprechen wollen, haben erneut aufgedeckt, dass Superreiche ihr Vermögen am Fiskus vorbei in Steueroasen parken. Wir leben in einem Land, das tief geprägt ist von sozialer Spaltung. Und während einige wenige immer reicher werden, werden immer mehr Menschen abgehängt. Aber zu all diesen Problemen haben wir von den Sondierungen beteiligten Parteien überhaupt nichts gehört. Und für uns ist klar, wir fürchten weder Neuwahlen noch eine Minderheitsregierung. Eine Minderheitsregierung haben wir ja in Hessen gute Erfahrungen gemacht. Ja, da gab es eine Mehrheit von SPD, Grünen und LINKEN. Die hat z.B. getragen von der breiten gesellschaftlichen Bewegung die Studiengebühren abgeschafft. Das Problem ist nur, eine solche Mehrheit gibt es in Berlin nicht mehr. Wir hatten sie in der letzten Legislatur. Wir hätten sie mal öfter nutzen können. Wir haben zwar gemeinsam die Ehe für alle durchgesetzt, aber wir hätten mal an anderer Stelle auch ordentliche Beschlüsse fassen müssen. Aber natürlich warne ich auch vor der Begeisterung für Neuwahlen. Das ist ein schwieriger Weg, darauf ist hingewiesen. Und es kann doch nicht das Prinzip gelten, es wird hier so lange gewählt, bis am Ende das Ergebnis passt. Ich bin der Auffassung, ja, Zukunft wird aus Mut gemacht. Zukunft wird aus Mut gemacht für einen sozialen Aufbruch, für eine Politik, die sich den Problemen unserer Welt, wachsender sozialer Ungleichheit, Klimakatastrophe, Kriegen und Krisen stellt. Herr Kollege Schalauske, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Zukunft wird aus Mut gemacht, aber nicht aus faulen Kompromissen, weder in Hessen noch in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Bevor es weitergeht, begrüße ich auf der Tribüne unseren ehemaligen Kollegen Peter Stephan. Er ist schon der dritte Tag da. Hier. Alle Achtung, alle Achtung. Ja. Das Wort hat der Kollege Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, wir alle haben in den letzten Wochen sehr intensiv beobachtet, was dort in Berlin in den Sondierungsverhandlungen passiert. Ich will einfach vorweg sagen, ich ziehe vor all denen, die dort vier Wochen lang, nächtelang und tagelang verhandelt haben, zunächst einmal meinen Hut. Ich will ausdrücklich sagen, das gilt ganz besonders für unseren Ministerpräsidenten, der eines der schwierigsten Themen zu verantworten hatte, nämlich das Thema Asylrecht, das Thema Flüchtlinge und Migrationspolitik. Lieber Herr Ministerpräsident, alle Achtung, ich glaube, wir haben alle gemerkt, auch Sie sind bis an Ihre Grenzen gegangen dessen, was man einem Menschen zumuten kann. Herzlichen Dank dafür von Seiten der Regierungsfraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Schmidt, ich glaube aber, so bedauerlich das Ergebnis ist, Herr Schmidt, wir sind nicht in einer Staatskrise, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist auch kein Weltuntergang. Wir haben ein politisches System, das sehr stabil ist. Wir haben eine Verfassung, die klare Regeln auch für diesen Fall vorsieht, auch wenn das zum ersten Mal seit 70 Jahren passiert, was zurzeit passiert. Wir haben einen sehr besonnenen Bundespräsidenten, das will ich ausdrücklich sagen. Und wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung und eine Bundeskanzlerin, die in großer Verantwortung und Erfahrung ihre Aufgaben wahrnehmen. Und wir haben ein arbeitsfähiges Parlament, nicht zuletzt einen funktionierenden Föderalismus, meine Damen und Herren. Aber Matthias Wagner hat es ja zu Recht gesagt, wir müssen auch darüber reden, wie sind wir denn zu dieser Situation gekommen. Und ich will ausdrücklich nicht kritisieren, wie sich Sozialdemokraten und Liberale verhalten haben, auch wenn ich es falsch finde. Ich will darüber reden, wie wir und was es in dieser Gesellschaft zum Hintergrund hat, dass wir ein solches Klima haben. Ein Klima, in dem der Kompromiss, und dafür haben wir gerade einige Beispiele von linker Seite gehört, sofort zum Verrat erklärt wird.
eine Situation und ein Klima, in dem das Aufeinanderzugehen zum Abrücken von Grundprinzipien als Schuldvorwurf formuliert wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir dieses Klima fortsetzen, dann haben wir ein Klima, in dem viele Parteien versucht sein werden, Kompromisse zu scheuen. Und wir alle wissen, dass Kompromisse in Koalitionen nun einmal notwendig sind. Dann haben wir eine Situation, wie sie eben beschrieben worden ist, dass von 7 Parteien im Deutschen Bundestag 4 Parteien erklären, dass sie lieber bei ihren Prinzipien bleiben, aber darauf verzichten, sie in Verantwortung, in einer Regierungsverantwortung auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, wenn es vielen wichtiger ist, den eigenen Wählern zu erklären, dass man prinzipientreu ist, als den Menschen zu sagen, ja, wir nehmen am Ende und übernehmen auch Verantwortung, meine Damen und Herren, dann ist das schon eine schädliche Situation und ein schwieriges Klima in unserer Gesellschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Begleitung auch durch die Medien, die ich nicht kritisieren will, weil das ist deren Job, tut ein Übriges, dass dieses Klima auch verschärft wird. Wenn in einer Art aber fair Sendung danach gefragt werden kann und gefragt wird, wie konnten Sie nur Ihre Prinzipien aufgeben? Ich nenne mal als Beispiel die GRÜNEN, die dort mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, dass sie die Frage der sicheren Herkunftsländer aufgegeben hat als Grundprinzip grüner Asylpolitik. Die Union mit dem Vorwurf konfrontiert worden ist, dass wir die Vorratsdatenspeicherung dort aufgegeben haben als Ziel in einer Regierungsverantwortung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, wenn wir diese Begleitung haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Parteien eben dazu geneigt sind, dem Kompromiss und dem Konflikt auch in den eigenen Reihen aus dem Weg zu gehen. Und das schadet unserer Demokratie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, Die Union ist nicht entkernt und profillos, nur weil sie in einer großen Koalition seinerzeit sich auch am Ende des Tages im Bereich des Mindestlohns bewegt hat. In einer Jamaika-Koalition ist es auch in Ordnung, dass man einen Kompromiss findet, wenn es um den Ausstieg der Kohleenergie geht. Ich akzeptiere und respektiere ausdrücklich die Haltung der GRÜNEN, aber ich achte und respektiere auch die Bewegungsfähigkeit der GRÜNEN. Ich könnte viele weitere Beispiele aller Beteiligten dort nennen, von denen ich sage, ja, diese Bewegung und diese Kompromissbereitschaft ist nun einmal notwendig. Meine sehr geehrten Kollegen von der FDP, Sie wären auch kein Umfaller in den Augen Ihrer Wähler, wenn Sie es denn erklären, dass der Soli nicht von heute auf morgen, sondern eben in Schritten abgeschafft wird. Ich glaube, all das sollten wir uns einmal vornehmen, dass wir das verteidigen, was in solchen tagelangen und nächtelangen Verhandlungen am Ende ans Kompromiss erzielt wird, in unseren eigenen Reihen. Und das ist aller Anstrengung wert. Wir wollen uns als Union dieser Anstrengung stellen, meine Damen und Herren. Mein und unser herzlicher Appell ist, dass wir alle miteinander hier im Hessischen Landtag, in den hessischen Parteien, aber natürlich erst recht auch auf Bundesebene in den Parteien genau über diese Frage nachdenken und dass wir vielleicht am Ende doch noch zu einem Fenster der Kompromiss- und zumindest Gesprächsbereitschaft zurückkehren. Und wenn ich das sagen darf, die SPD wird sich ja wahrscheinlich äußern, aber heute steht ja in Zeitungen, ich finde nicht ganz zu Unrecht zu lesen, dass es auch in der SPD eine Diskussion über genau diese grundsätzlichen Fragen gibt. Und der Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel lässt ja erkennen, dass es dort eine gewisse Bewegung auch bei ihm selbst gibt. Und ich akzeptiere ausdrücklich, dass das eine schwierige Phase auch für die Sozialdemokraten ist. Aber ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist es wert, dass wir uns dieser Mühe unterziehen. Und ich glaube, es ist es wert und erst recht die Haltung des Bundespräsidenten, der sehr besonnen agiert, ich wiederhole das ausdrücklich, dass wir uns dieser Verantwortung, diesen Aufgaben stellen. Dann kann das am Ende immer noch etwas Gutes für unser Land, für unsere Zukunft. Und hier oben sitzen eine Reihe von Schülerinnen und Schülern, die in einer sehr spannenden Phase der Politik live dabei sein können, meine Damen und Herren. Dann ist all das, was ich gesagt habe, und daran appelliere ich, an diese Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, es der Mühen wert und dient unserem Land und der Zukunft unserer Kinder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin zunächst ein wenig darüber verwundert, dass die Sozialdemokratische Partei
für diese doch alle Menschen und alle Parteien bewegenden Frage offenkundig nichts zu sagen hat. Das verstehe ich nicht. Aber ich will schon Gelegenheit nehmen, ein paar Bemerkungen zu machen. Meine Damen und Herren, ich hatte die Freude und die Ehre, wahrscheinlich, wenn ich das richtig hier sehe, als Einziger, von Anfang an alle Verhandlungen Jamaika zu verfolgen, sie mitzugestalten, und bis auf zwei Gespräche war ich bei allen dabei. Ich kann mir also schon ein Urteil erlauben. Und ich möchte zunächst einmal sagen, wir haben gelegentlich eine paradoxe Situation. Man hat zum Beispiel auch als Ergebnis des Bundestagswahlkampfes die Diagnose gehört, irgendwie sind die Parteien sich alle ähnlich. Der Bürger kann kaum mehr unterscheiden. Es bedarf doch der klaren Konturen. Und dann kommen vier Parteien zusammen, die höchst unterschiedliche Positionen hatten und haben, auch beachtliche unterschiedliche Kulturen. Die einen oder anderen Themen haben wir hier im Hause miteinander auch schon einmal besprochen. Und ich darf Ihnen sagen, und mein Respekt gilt uneingeschränkt all den Kolleginnen und Kollegen, wir haben teilweise 20 Stunden am Stück verhandelt. Und machen Sie sich mal einen kleinen Moment klar, wenn Sie ernsthaft miteinander reden. Die einen wollen die Mütterrente und eine Reform des Rentenrechts. Und die anderen sagen, Reform des Rentenrechts ist richtig. Aber wir müssen erst über die Frage reden, wie gehen wir um mit denen, die berufsunfähig sind. Was machen wir mit der Mindestrente? Und Sie kommen dann sofort zu den Fragen, machen wir eine Bürgerversicherung oder nicht? Haben wir alles hier auch in diesem Hause schon diskutiert. Und das sind Fragen, die kann man nicht in zwei Minuten abräumen. Höchst unterschiedlich. Reden wir über unser Steuersystem. Reden wir zum Beispiel mal darüber, was auch dieses Land Hessen bedeutet. Wir sind stolz und erfolgreich, aber natürlich sind wir eingebettet in die Bundesrepublik. Und uns muss es doch interessieren, wie es in dem Land weitergeht. Und wenn wir über Steuern reden, von Soli bis Einkommensteuerreform, wenn wir über die Frage reden, energetische Sanierung, wenn wir über die Frage reden, Forschungsförderung, wenn wir über die Frage reden, geht der Hochschulpakt weiter bei 12 hessischen Hochschulen, die alle sich darauf einstellen, dass das weitergeht, dann haben wir Milliarden. Und ganz nebenbei, wie würde denn dieser Hessische Landtag entscheiden, wenn wir über diese Steuern reden, wo in aller Regel die Länder die Hälfte dann der Steuerausfälle zu tragen haben? Wer von 15 Milliarden Einkommensteuerreduzierung spricht, muss wissen, die Hälfte kommt hier an. Und wir hätten dann darüber zu diskutieren, wie gehen wir damit um. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, und deshalb breche ich die Lanze, es ist nicht wahr. Und es gibt zwei Welten. Es gibt manche, die man öffentlich wahrnimmt, und manche, wie es da drin aussah. Wir haben hart, wir haben intensiv und wir haben auch sehr erfolgreich miteinander gerungen. Wenn am Ende die Freien Demokraten erklärt haben, für uns reicht das nicht, dann ist das zu respektieren. Wir haben immer gesagt, es gilt für jede Partei, geeint ist, das ist doch bei jeder Koalitionsverhandlung so, geeint ist erst dann alles, wenn alles geeint ist. Und in der Zwischenzeit schauen wir, wie weit wir kommen können. Und da bin ich anderer Auffassung als die Freien Demokraten. Noch in dieser Nacht, noch um 23 Uhr, ich saß ja selbst dabei in einem sehr kleinen Kreis, hätten wir zum Ziel kommen können. Das ist meine feste Überzeugung. Wir waren praktisch durch. Die Freien Demokraten haben sich anders entschieden, und ich sage bewusst, das ist zu respektieren. Ich teile ausdrücklich nicht, dass wir nicht erfolgreich gewesen wären. Und ich füge mal hinzu, ich bedauere, dass das nicht gelungen ist. Ich bedauere es, meine Damen und Herren, aus mehreren Gründen. Ich will mich aus Zeitgründen sehr, sehr konzentrieren. Ich hatte die Ehre, die Freude, wenn Sie wollen, auch das Pech, dass ich diese Arbeitsgruppe geleitet habe, die sich mit dem Thema Flüchtlinge, Asyl und alles, was daran hängt, zu befassen hat. Vielen Persönlichkeiten, die Sie alle kennen, Leidenschaften. Und wenn einem jeder begegnet mit dem Hinweis, wir haben auf dem Parteitag beschlossen, kommen Sie genau zu dem Problem, was Kollege Boddenberg und Kollege Wagner angesprochen haben. Wie gehen wir damit um, wenn jeder vor sich herträgt als Monstranz, wir haben beschlossen? Dann kann man doch eigentlich sagen, sparen wir uns die Zeit.
Wenn wir nur zusammenkommen, uns wechselweise zu erklären, dass der andere Unrecht hat, dann sollten wir nach Hause gehen. Diese Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gründet auf einer Grundüberlegung. Und wir haben damals gesagt, wir kommen zueinander in der Überlegung, es könnte sein, ihr habt recht. Was wir von euch erwarten, ist, dass ihr die gleiche Überlegung anstellt. Nur so kommen wir weiter. Und es gibt eine Seuche, und diese Seuche heißt Twitter und anderes mehr. Und diese Verhandlungen sind extremst belastet worden dadurch, dass ununterbrochen irgendeiner irgendwas rausgegeben hat. Mal vor Fernsehkameras, noch viel häufiger über Twitter. Und einen Großteil unserer Zeit haben wir damit verbraucht, dass immer einer gesagt hat, ich lese gerade Folgendes. Und so kann man nicht vertrauensvoll arbeiten. Und ich sage Ihnen, ja, und ich habe mich bodenlos geärgert. Sie werden von mir nicht eine einzige Äußerung dieser Art jemals gehört haben. Wie soll man denn zusammenkommen, wenn jeder draußen erklärt, zur Befriedigung seines eigenen Anhangs oder wem auch immer, was er mal gerade wieder kraftvoll gemacht hat, um wieder reinzukommen, und zu sagen, also jetzt müssen wir uns doch verständigen. Was bedeutet das denn, wenn der A erklärt, unerträglich, dann muss der B auch vor das Kamera sich marschieren lassen und sagen, und erst recht. Und dann sitzen noch zwei da und sagen, na ja, wenn die alle so etwas sagen, dann fragen unsere eigenen Leute, habt ihr keine Meinung? Dann heißt es ja, was sagt denn die CDU dazu? Habt ihr mehr im Petto als die Wahl der Kanzlerin? Das ist doch irre. Meine Damen und Herren, die Kanzlerin hat einen super Job gemacht. Sie hat sich bemüht. Die Union ist die mit Abstand stärkste Kraft in Deutschland. Und sie ist der stabile Faktor. Und wenn jetzt jemand kommt, der die Verhandlungen führt und der mehr als jede andere Person in der ganzen Welt für Deutschland steht, mal als allererstes vor die Kamera tritt und erklärt, ich fordere Folgendes. Ja, was sollen denn die anderen dann machen? Das ist doch barer Unsinn. Und deshalb will ich als Zwischenfazit mal festhalten. Man kann nicht auf der einen Seite jammern, man ist ja eigentlich nicht mehr unterscheidbar und der Bürger könne nicht mehr auswählen. Wenn dann vier Parteien sehr intensiv ringen, zu rufen, was machen die denn außer vom Balkon grüßen? Was ganz nebenbei nach 8 Stunden, nach 12 Stunden, nach 15 Stunden jedem gegönnt sein mag, dass er auch mal 10 Minuten auf den Balkon gehen kann. Wir müssen in diesem Land uns mit den demokratischen Riten und Spielregeln auseinandersetzen. Und wir müssen uns mit Respekt begegnen. Es hat keinen Sinn, jeweils dem anderen immer einen überzuprügeln. Man sieht sich im Leben gelegentlich zweimal. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, gerade in dem von mir besonders zu verantwortenden Bereich bedauere ich, dass es nicht gelungen ist. Ich hätte mich gefreut, wenn in der Frage, die mehr als jede andere in unserer Gesellschaft die Menschen bewegt, wie wird das werden? Wird unser Land nicht überfordert durch die Menschen, die alle zu uns gekommen sind? Bleibt das noch unser Land? Wenn ich Briefe kriege, Herr Ministerpräsident, wann sind Sie das letzte Mal S-Bahn gefahren abends? Wir haben Angst. Wenn ich Briefe kriege aus meiner Heimatstadt, der größte Standort Deutschlands, wissen Sie eigentlich, was hier noch los ist? Ich kann nicht jedem persönlich schreiben, aber ich nehme das sehr ernst. Und diese Verbindung hätte die Chance gehabt, lagerübergreifend den Menschen eine Antwort zu geben. In den klassischen Methoden von Rot und Grün hätte die andere Seite gerufen, ja, aber ihr vernachlässigt doch die Grenzsicherung, die Abschiebung, die Kriminalität. Schwarz-Gelb in klassischer Manier hätte uns immer den Vorwurf eingebracht, die armen Menschen, unsensibel, Humanität hat bei euch keine Adresse. Das ist doch die Wahrheit. Und es ist aus meiner Sicht für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, mit allem Verlaub, nicht so entscheidend, ob wir den Soli linksrum oder rechtsrum machen. Es ist auch nicht so spannend, ob wir den Dieselmotor jetzt 2032, 2034 oder gar nicht begrenzen. Es ist aber sehr entscheidend, verehrte Frau Kollegin, ob es uns gelingt, in diesen Fragen, die die Menschen emotional bewegen
und wo wir vor großen Herausforderungen stehen. Die meisten von denen haben noch keine Arbeit. Die meisten von denen sind noch nicht in diesem Land angekommen. Sie werden uns fordern. Und wir haben uns entschieden, diese Forderung anzunehmen, durch Fördern und Fordern. Aber es wird uns fordern. Und es hat keinen Sinn, sich da wegzuducken. Sonst werden wir erleben, dass die Ränder immer stärker werden. Und das, was da jetzt passiert, das ist auch keine Einladung. Ich bedauere, ich respektiere die Entscheidungen der Einzelnen, klar. Aber, meine Damen und Herren, vielleicht steht es demnächst auch in der Zeitung. Ich habe in einem Gespräch mit den jeweiligen Verhandlungsführern am vergangenen Samstag gesagt, ich sage Ihnen, wir werden uns dieses Wochenende noch einmal herbeiwünschen. Was wird denn besser? Herr Kollege Schäfer-Gümbel, die Sozialdemokraten haben für sich entschieden, nach der Wahl, mit uns geht gar nichts. Das kann man für richtig halten oder für falsch, ist nicht mein Thema. Seit Wochen hören wir von der SPD eigentlich nur, wir machen nicht mit, oder wie sie ihren Vorstand gestalten wollen. Das ist okay. Dann passiert Folgendes. Herr Schulz sagt, wir stehen für nichts, keine große Koalition zur Verfügung. Nach einiger Zeit, nachdem man gemerkt hat, Jamaika ist nicht einfach, hat der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei gesagt, wenn Jamaika scheitert, muss es Neuwahlen geben. Dann muss der Wähler sprechen. Ich könnte Ihnen die Zitate alle vorlesen. Jetzt ist Jamaika gescheitert. Das war natürlich gesagt in der Erwartung, dass das nicht scheitert. Klar. Dann ist es aber gescheitert. Und jetzt merkt die Sozialdemokratie, dass viele Leute sie fragen und sagen, sag mal, was ist denn eigentlich mit euch? Und ich komme nicht mit dem kleinen Thema nach dem Motto, da haben Leute Angst um ihr Mandat. Ich finde das menschlich verständlich, aber das ist nicht das Entscheidende. Dann hat die SPD gemerkt, das ist eine unschöne Lage. Wie soll man denn erklären, dass man den Wähler um Vertrauen bittet, um anschließend zu sagen, aber ich mache nichts damit? Das ist ja auch das Dilemma jeder Neuwahl für die SPD. Und plötzlich, sozusagen als die Nummer schlechthin, hören wir Minderheitsregierung. Meine Damen und Herren, ich halte davon gar nichts. Und ich werde auch dafür eintreten, dass wir dafür nicht zur Verfügung stehen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie haben das Jahr 2008 in Hessen als Beispiel herangeführt. Da habe ich mich echt gewundert. Ich habe mir gedacht, wie kommt der ausgerechnet auf 2008? Und Sie haben lobend hervorgehoben, dass dem Parlament ein Beschluss damals geglückt ist, die Studiengebühren abzuschaffen. Das war heftig umstritten. Das stimmt. Was ist im Jahr 2008 noch gelungen hier? Nichts. Wir hatten ein Jahr, in dem das Land Hessen politischen Stillstand hatte. Langsam. Ich war ja auch da Zeitzeuge. Wir hatten eine Wahl, die sehr knapp ausging, und es gab keine klassischen Mehrheiten. Wir hatten eine Wahl, in die wir gezogen sind, in der die Sozialdemokratie mit ihrer Spitzenkandidatin erklärt hat, mit der Linkspartei nie. Nach der Wahl war es anders. Und Sie haben ja keine Minderheitsregierung unterstützt seinerzeit, ich war damals Innenminister, sondern nach wenigen Wochen haben Sie sich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, wie man diese Regierung aus dem Amt bringen könnte. Und die Sache ist ja nur deshalb gescheitert, weil vier sozialdemokratische Abgeordnete am Ende ihre Hand zu diesem Wortbruch nicht gereicht haben. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, es war kein gutes Jahr für Hessen, und es war ganz sicherlich ein Tiefpunkt für die hessische Sozialdemokratie. Meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen zum Abschluss machen. Selbst wenn man der Auffassung sei, das sei doch irgendwie machbar, und schau dir an, wie es in den Ländern ist, meine Damen und Herren, glauben Sie im Ernst,
man könne eine Minderheitsregierung für Deutschland machen, dem wichtigsten und größten Land Europas, indem man bei 700 Abgeordneten des Deutschen Bundestags zwischen der AfD und der Linkspartei und allem dazwischen zu jeder Frage mal guckt, macht ihr mit und unter welchen Bedingungen? Wer ein bisschen etwas davon versteht, ich empfehle Ihnen einfach, sich die Tagesordnung des Deutschen Bundestags mal anzusehen. Das sind hunderte Entscheidungen im Jahr. Und dann geht Frau Merkel oder Herr Altmaier oder wer auch immer und sagt, wir müssen jetzt mal mit der Fraktion reden. Und dann kommt zurück, ja, da muss ich mit meiner Fraktion reden, da haben wir verschiedene Arbeitskreise. Und dann sagt die SPD vielleicht, dann sagt die SPD vielleicht. Dann fragen wir, weil wir keine Mehrheit haben, auch mit der SPD nicht, also alleine, dann müssen wir aber auch die Freien Demokraten fragen. Dann sagen die, da würden wir vielleicht mitmachen. Aber da haben wir auch noch etwas zu bedenken. Und die Grünen und wer auch immer. Es wäre ein ständiger Verhandlungsausschuss. Und ganz nebenbei, was wir hier nie zu behandeln hatten, ich will nur einmal hinweisen, in dieser Welt ist eine Menge los. Wir mussten uns nicht um Entscheidungen in Europa hier kümmern. Wir hatten keine Entscheidungen in der NATO zu treffen. Wir mussten keine Entscheidungen treffen, wie wir mit dem Krieg in Syrien umgehen. Wir mussten keine Entscheidungen treffen, was wir mit der Türkei machen. Wir mussten keine Entscheidungen treffen, wie wir mit dem Brexit umgehen. Wir mussten keine Entscheidungen treffen, wie wir die Angebote von Macron in Frankreich beantworten. Wir mussten keine Entscheidungen treffen, ob die europäische Gemeinschaft das CETA-Abkommen jetzt beschließt oder eben nicht mit Kanada. Wir konnten uns entspannt zurücklehnen und mussten auch keine Antwort geben auf die Krisen in Afrika. Wir mussten uns nicht mit Frontex beschäftigen und wie Europa irgendwie zusammengehalten hat. Wir konnten auf unserem Feld uns, und das war schon ansprechend genug, beschränken. Glauben Sie im Ernst, ich habe eben ein paar Punkte gesagt, glauben Sie im Ernst, dass bei einer solchen Lage, wo unsere Interessen ganz im Mittelpunkt stehen, aber die deutschen Interessen sind auch europäische Interessen und umgekehrt, wir können uns nicht hinter anderen verstecken, dass wir dann sozusagen ein permanentes, ja, wie soll ich das denn nennen, Koalitionsausschussgebilde bauen, nach dem Motto sieben Parteien, wo wir mittlerweile festgestellt haben, vielleicht haben Sie es auch mitgekriegt, die AfD hat sich bitter beschwert, dass der Herr Bundespräsident nicht auch Sie zum Gespräch gebeten hat. Sie seien schließlich vom Volk gewählt, und es sei verfassungsrechtlich geboten. Sie seien auch eine Fraktion. Ja. Und dann glauben Sie, dass Deutschland seine Aufgabe erfüllen kann mit so einem Zauber. Das kann man doch nur glauben, wenn man entweder von der Sache keine Ahnung hat oder wenn man versucht, irgendwie rauszukommen aus einem Dilemma. Und weil ich sicher bin, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass Sie das auch so sehen, man kann nicht permanent alle wichtigen Fragen irgendwie versuchen, eine Mehrheit zu kriegen. Was soll denn jemand in Brüssel sagen, was Deutschland macht? Soll der jedes Mal sagen, wir sind am Verhandeln, und zwar noch ziemlich lang? Man braucht eine stabile Regierung. Und eine stabile Regierung kann es nur geben, wenn es stabile Absprachen zwischen denen gibt, die diese Politik tragen. Deshalb haben wir sondiert. Und deshalb wollten wir in eine Koalition gehen bei erfolgreicher Sondierung. Und Herr Kollege Schmidt, Sie sind ein erfahrener Kollege. Sie wissen auch, wenn man sich entscheidet, eine Politik zu unterstützen und nicht Willkür anrichtet, wo man jeden Morgen kommt und sagt, wir wissen nicht, ob die mitmachen oder jene, ist doch irre, dann muss man sich verständigen und muss die Grundlinien festlegen. Wenn Sie dazu bereit sind, frage ich Sie, was unterscheidet das eigentlich noch von der Großen Koalition? Sie haben doch Angst davor, den Weg zu gehen, den jeder Mann nachvollziehen kann. Und Sie reden mir zu viel davon. Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe viele Interviews gelesen, da reden Sie immer davon, die SPD braucht eine Pause, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen dieses machen, jenes machen. Geschenkt, ist in Ordnung. Ich rede jetzt einmal davon, dass mehr oder weniger wir alle gefragt sind. Ich bin auch Parteivorsitzender. Aber es genügt nicht nur, von der eigenen Partei zu reden. Reden wir über unser Land. Und deshalb möchte ich Ihnen eine letzte Bemerkung machen. Ich hatte begonnen und habe gesagt, wenn jeder zusammenkommt, um dem anderen zu erklären, dass er Unrecht hat, kann er daheim bleiben. Und vielleicht können wir uns darauf verständigen,
Und es wäre meine Bitte, wenn die, die unsere Arbeit begleiten, es vielleicht auch mitnehmen. Also die öffentliche Meinung. Was soll ein Politiker machen, wenn er immer vor dem Schafott steht, entweder gekreuzigt zu werden, weil er das, wofür er eingestanden ist, nicht zu 100% nach Hause bringt, dass er dann der Umfaller ist oder prinzipienlos? Und ist er bereit, sich auf Kompromisse einzulassen? Dann ist er konturenlos. Dann hat er keine klare Kante. Dann steht er nicht für seine Überzeugungen und ist am Ende, wie Gitti geht, nur noch an Posten, Dienstwagen interessiert. Diese Melodie ist ein Teil des Grundes für die Abwehr oder besser gesagt die Abkehr vieler Bürgerinnen und Bürger von diesem System. Und deshalb geht es mir darum, der Sinn der Demokratie ist nicht schwarz und weiß. Entweder haben wir recht, dann schmeißen wir alle anderen raus aus dem Saal, oder eben die. Der Sinn von Demokratie ist auch nicht der Konsens. Das ist ein großes Missverständnis. Wenn wir alle im Konsens alle nur hier auftreten würden, dann wären wir nicht mehr unterscheidbar. Der Sinn von Demokratie in einer Parteienlandschaft, wie wir sie haben, muss sein der Kompromiss, nicht der Konsens, der Kompromiss. Und zwar der Kompromiss, der hart erarbeitet ist, um den wir gerungen haben, aber der tragfähig ist. Und wo ich, jetzt setze ich mir einen anderen Hut auf, als Parteivorsitzender sagen kann, pass auf, wenn ich das hätte alleine lösen können, dann hätten wir das so gemacht. Jetzt kann ich es aber nicht alleine lösen. Und ich muss anderen zugestehen, die können es auch nicht alleine lösen, also müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Und dann ist doch die Schnittmenge entscheidend. Finden wir etwas, das in der Sache hilft? Und damit das nicht so theoretisch ist, ich fand 80% Entlastung für die Steuerzahler vom Soli ein sehr gutes Ergebnis. Da kann man sagen, 100 ist besser. Ich fand 7 Gigawatt aus dem klimaschädlichen Kohle herauszunehmen, für eine gute Sache. Man kann sich auch mehr vorstellen. Ich fand Erhöhung des Kindergeldes für Familien gut. Ich hätte mir gewünscht, wir wären auch noch in eine Steuerreform eingetreten. Aber gerade in meiner Funktion habe ich sehr darauf geachtet, dass wir z.B. beschlossen haben, dass die Hochschulförderung weitergeht. Das ist wichtig für unser Land. Ich habe dafür eingetreten, dass wir uns verständigt haben, dass die Forschungsförderung steuerlich entsprechend unterstützt wird. Da waren wir uns in allem einig. Ich hätte noch ein paar Ideen, gerade auch für unser Land, was wir noch mehr gerne gehabt hätten. Am Ende geht es darum, finden wir eine Gemeinsamkeit, in der wir für das Land etwas Gescheites hinbekommen, in der wir sagen können, da haben wir auch unseren Anteil eingebracht, und wir können uns wiedererkennen. Und dann kommt noch eins hinzu. Wenn das nicht nur Show sein soll, dann muss man auch die Kraft haben, dann vor die eigenen Leute zu treten und zu sagen, ihr habt mir ein Mandat mitgegeben, ich habe nach besten Kräften mich bemüht, ein gutes Ergebnis zu erzielen, und ich bin auch bereit, auch in meiner eigenen Partei für dieses Ergebnis zu fechten. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Grundsätze nicht gemeinsam hochhalten, dann werden Sie erleben, die Dinge werden nicht besser, sie werden schwieriger. Und das trifft dann auch unser Hessenland. Und insofern bin ich froh, dass wir heute Morgen mal darüber sprechen. Und jede Partei hat ihre Interessen, das ist auch in Ordnung so. Aber am Ende sollten wir es nicht übertreiben. Und ich will mich ausdrücklich bedanken beim Bundespräsidenten. Und ich hoffe, dass seine Bemühungen erfolgreich sind. Ich sage aber auch, wenn es denn nicht so ist, und da bitte ich jetzt, damit ich mich nicht noch einmal extra melden muss, um Verständnis, als Union sind wir jederzeit auch in der Lage, einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Aber bevor wir das tun, sollten wir doch einmal schauen, ob die Fragen, die wir eben miteinander diskutiert haben, es nicht wert sind, sich zusammenzutun. Die Bürgerinnen und Bürger, davon bin ich überzeugt, werden es uns danken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.